Hey Leute, Dave hier und heute gibt's zum Thema Bless Online mal wieder ein kleines News-Update. Denn seit meiner letzten News hat sich schon wieder einiges getan und deshalb wollte ich euch mit diesem Video einfach wieder auf den neuesten Stand bringen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch für die News-Pause entschuldigen, aber der Destiny 2 PC-Release hat mich eben ganz schön beansprucht. Kommt nicht wieder vor. Jetzt aber genug gelabert, los geht's mit den News. Beginnen wir auch gleich mit der wohl größten Neuigkeit, die es zu Bless Online in den letzten Wochen gab, und zwar dem Steam Release. Denn Neowitz hat ja angekündigt, dass Bless weltweit über unser aller Lieblingsspieleplattform veröffentlicht werden soll. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht bloß Europa und Amerika werden in den Genuss des Spiels kommen, sondern auch gleich der ganze Rest der Welt. Die Steam-Page ist auch schon online und hier kann man schon ein wenig nachlesen, was uns zum Release des Spiels wohl alles erwarten wird. Allen voran natürlich, dass schon von Beginn an alle 7 Rassen und Klassen spielbar sein werden, im Gegensatz zur russischen Version, bei der ja der Mystiker zu Beginn fehlte. Nicht, dass das jetzt noch jemanden stören würde, ihr wisst ja, Bless wurde in Russland schon wieder eingestellt, zumindest die nicht geremakte Version. Gepublished wird Bless, wie wir ja bereits wissen, von Neowitz selbst, was meiner Meinung nach dem Spiel auch nur gut tun kann. Auch weil einige westliche Publisher bei den Spielern wohl nicht so beliebt zu sein scheinen. Ich denke da spontan an Gameforge. Außerdem wird sowohl global dieselbe Version gespielt, so dass wir Spieler nicht vor der Wahl stehen, wo es sich denn nun am besten spielt. Als Release-Datum wird auf der Steam-Page bloß 2018 genannt, was jetzt natürlich ein sehr großzügiger Zeitraum ist. Aber bedenkt man, dass Bless vor einigen Monaten vor dem Rebuild-Project noch tot geglaubt war, ist das doch ein recht guter Kompromiss, finde ich. Vor Release wird es allerdings einige Testphasen und ja, auch einen Early Access geben. Davon kann man jetzt halten, was man will, und ich bin auch kein Riesenfan davon, aber mittlerweile ist so ein frühzeitiger Zugang wohl leider Standard geworden. Und wie üblich wird es natürlich auch mehrere Gründerpakete geben, die neben dem eben erwähnten Early Access Zugang je nach Kostenpunkt mal mehr, mal weniger zusätzlichen Ingame-Kram beinhalten. Was genau die Pakete bieten, ist noch nicht bekannt, aber da sich diese wohl nicht großartig von anderen Spielen unterscheiden werden, schätze ich einfach mal, dass diverse Tränke, Rüstungen, Titel und vielleicht auch ein Reittier enthalten sind. Sprachentechnisch gibt es für uns keinen Grund zur Sorge, denn die globale Version des Spiels wird in Englisch, Russisch und Deutsch erscheinen. Mehr Sprachen sollen später folgen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das, wie ich finde, besonders interessant ist, denn in einem FAQ haben Neowitz die Frage, ob Bless Online denn Pay to Win werden würde, natürlich verneint. Aber im selben Atemzug auch gesagt, dass sie sich noch für das richtige Bezahlmodell entscheiden müssen. Und hier wird's interessant. Denn das könnte durchaus bedeuten, dass Bless nicht, wie bis jetzt eigentlich angenommen, Free-to-Play wird, sondern ähnlich wie Black Desert oder Elder Scrolls Online Buy-to-Play. Also einmal kaufen und ohne weitere monatliche Kosten spielen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Abo-Modell ausschließen können. Was aber so oder so bleiben wird, ist natürlich der Ingame-Shop. Um den wird kein Weg herumführen. Und ich finde, das ist eine ziemlich interessante Entwicklung, da wir bis jetzt ja eigentlich davon ausgingen, dass Bless Online Free-to-Play wird. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Entwickler letztendlich entscheiden werden. Als nächstes möchte ich nochmal kurz die neue Bless-Website ansprechen, auf der es ganz klassisch Trailer und Screenshots zu sehen gibt und man auch einiges über die Rassen und Klassen des Spiels erfährt. Viel mehr gibt es dort auch nicht zu sehen, wer sich aber mal durchklicken möchte, dem verlinke ich die Seite natürlich in der Videobeschreibung. Und last but not least ist Bless Online vor kurzem in Japan in die Open Beta gestartet. Diese Version entspricht zwar noch nicht ganz dem fertigen Rebuild Project, soll aber eben schon zu großen Teilen erneuert sein. Bedeutet, dass sie wohl im Laufe der Open Beta und kurz vor Global Release die finale Version erreichen dürfte. Wer möchte, kann sich natürlich für die japanische Open Beta anmelden und sie auch spielen, jedoch benötigt man dafür eine dauerhafte VPN-Verbindung auf eine japanische IP. Und ja, damit seid ihr, was Bless Online betrifft, auch schon wieder up to date. Falls ihr mehr zum Spiel erfahren oder einfach euer Gedächtnis auffrischen wollt, verlinke ich euch hier oben in der Infobox ein paar meiner früheren Videos. Ich werde auf jeden Fall wieder regelmäßig News zu Bless und natürlich auch allen anderen Online-Games hochladen, da mein Destiny 2 Urlaub jetzt offiziell vorbei ist. Falls ihr also neu hier seid, würde ich mich riesig über ein Abo freuen und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich für heute, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.